Hallihallo, meine lieben Schützen, einen wunderschönen guten Morgen und einen wunderschönen Start in die Woche mit neuer Kraft und Energie. Ja, ich habe das Video schon gemacht und es ist natürlich wieder mal abgebrochen und ich hasse ja diese zwei Teile, deswegen jetzt nochmal in Kurzfassung. Ich glaube einfach, ich muss die Videos kürzer halten, zumindest erfordert es so mein technischer momentaner Situation. Ich muss mich da technisch einfach noch ein bisschen mehr entwickeln, dass ich hier die Videos besser auf die Reihe kriege. So, es geht bei den Schützen um das Thema der Intuition, der weiblichen Polarität bzw. der weiblichen Anteile. Das ist die momentane Situation hier mit den 9 der Kelchen. Die 9 der Kelche ist für mich immer so die Karte der, ganz salopp gesagt, der Komfortzone. Man hat hier eigentlich alles und eigentlich ist man eigentlich auch zufrieden mit dem, was man hat. Aber irgendetwas Entscheidendes fehlt, was einem hier vielleicht einfach gar nicht so bewusst ist. Hier mit dem Gehängten. Der Gehängte ist in einer Position, wo er, wie gesagt, passend zu der Karte, ja, ich habe alles, mir geht es eigentlich gut, wo ist eigentlich das Problem? Ja, hier auch mit verbundenen Augen, ja, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. So. Hier möchte aber etwas geklärt werden. Hier möchte eine Heilung rein. Durch Innenschau mit dem Eremiten, Selbstreflexion und mit der Null, mit dem Nah, geht es darum, sich in der ureigenen sich hier fehlt ein ganz entscheidender Punkt, der dich zu deiner Bewusstwerdung deiner selbst. Ja, weil der Nah steht erstmal einerseits dafür da, dass man sich seiner selbst nicht bewusst ist und durch diese Bewusstwerdung mit dem Eremiten, durch Innenschau und Selbstreflexion, einen unbeschwerten Neubeginn zu starten. So, auf die 9 der Kelche, also auf diese Komfortzone, wo man davon ausgeht, dass man eigentlich alles hat, und sich eigentlich auch recht erfüllt damit fühlt. Ja, deswegen ist man ja überzeugt von sich und denkt, naja, eigentlich ist ja alles in Ordnung. Geht es aber darum, sich den letzten Kelch, ja, wir haben ja hier die 9 der Kelche, die dafür steht, dass man eigentlich auch schon sehr, sehr viel erreicht hat und eigentlich auch glücklich ist und dadurch mit dem Gehängten auch hier sich in einer, nennen wir es mal, Komfortzone befindet, wo man denkt, nö, eigentlich geht's mir gut, ich habe alles. Aber wir haben hier das Ass der Kelche, die Chancen und Möglichkeiten, sich diesen letzten Kelch anzueignen, herzuholen oder zu füllen. Denn bei diesem letzten Kelch geht es darum, dass Emotionen und Gefühle wieder fließen. Denn dieser Kelch fehlt auf dieser Karte oder in deinem Leben, damit es ins absolute Liebesglück gehen darf, kann. So, dann haben wir hier auf den Gehängten haben wir den Sarg und die Lilien. Es geht darum, eine Heilung in Bezug auf die innere Harmonie
und in die Reinheit deiner Seele zu bekommen. Der Sarg steht für Transformation. Der Sarg steht dafür, eine alte Sichtweise abzulegen, die dir fehlt, um ins absolute Liebesglück zu kommen. Womöglich ist es in deiner Vergangenheit schon sehr oft passiert, dass du in Situationen kommst, wo du gestresst bist, genervt, gereizt und dann beendest du etwas ganz abrupt, was eigentlich glücklich und erfüllend war. Und dann kommst du an einen Punkt, wo es dich stresst und nervt, wo du an deine Grenzen kommst, an deine emotionale Grenze und dann beendest du etwas schnell und plötzlich. Und das passt auch hier zu dem Glück oder zu dem Klee, der für das Glück einerseits steht, auch für das Plötzliche steht. Also du kommst in eine Situation, die dir Glück verspricht, die dich glücklich macht, die schön ist, die auch womöglich plötzlich in dein Leben kommt. Aber dann bist du nach kurzer Zeit, ja, weil der Klee steht für das Kurze, nach kurzer Zeit bist du dann gestresst, genervt, gereizt und beendest es auch wieder. Somit bringst du dich sozusagen um die wahre, ehrliche Harmonie in deinem inneren Bereich, in deinem seelischen Bereich. Ja, weil die Lilien legen sich hier auf den Hausplatz des Mondes. Und somit geht es darum, dass du hier etwas beendest, wenn es dir zu viel wird, weil es dich an deine Ängste bringt, an deine Ängste erinnert. Ja. Und das wiederum hat mit Beziehungen zu tun, mit Verbindungen oder halt eben auch mit Kreisläufe, die immer wieder kommen. Ja. Womöglich bist du in deiner Vergangenheit immer wieder schon in diese Situation gekommen, dass plötzlich etwas sehr Schönes passiert, was dich glücklich macht. Und wenn es dir zu viel wird, dann blockst du es sofort ab. Obwohl es eigentlich ja schön ist, schön war, ja. Weil diese Karte legt sich hier auf den Hausplatz der männlichen Hauptperson, also um dein Gegenüber, um eine Liebesbeziehung. Ja, also in Beziehungen, womöglich war es in der Vergangenheit eben immer so, dass es schön war und du hast es dann gestresst beendet. Ja, und es geht halt darum, dass du diesbezüglich diesen Kreislauf, der sich immer, immer wiederholt in deinem Leben und du aber eigentlich hier in deine innere Harmonie möchtest, geht es dann darum, dass du hier Innenschau betreibst, ja, dass du dich selbst reflektierst, woher kommt dieser Kreislauf, warum komme ich immer in diesen Kreislauf rein? Ja, weil da bist auch dann du gefallen. Also hier geht es definitiv um dich, um diesen immer wiederkehrenden Kreislauf. Und dieser immer wiederkehrende Kreislauf hat etwas mit, klar, mit Komplikationen und Problemen zu tun, die aus der Kindheit herrühren. Die Themen, was die Schlange betrifft, ist für mich immer so eine Karte, die aus der Kindheit herkommt. Ja, die Schlange steht ja auch für das Mutterthema aus der Kindheit oder halt eben auch aus Verletzungen früherer Beziehungen. Ja, aber für mich ist es immer so die Mutterkarte, die Erziehungskarte, hier mit dem Nah für das Fehlen von Bezugspunkten. Man ist sich selber über sich gar nicht so bewusst, was man eigentlich, wer man eigentlich ist, was man eigentlich möchte oder was man möchte schon, weil man merkt ja durch diese Komplikationen, dass man da gar nicht hinkommt, wo man hin möchte. Ja, man möchte ja in das Liebesglück, man möchte in die innere Harmonie kommen, aber es klappt halt einfach nicht und in diesem Kreislauf ist man irgendwo gefangen und da möchte man ausbrechen. Ja, deswegen geht es um Selbstreflexion, um alte Themen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit,
eine bestimmte Erziehungsmethode oder eine bestimmte Erziehungsstruktur aus der Kindheit, an die man behaftet ist, die einen halt in eine gewisse Sichtweise bringt, die aber nicht die eigene Sichtweise ist auf die Dinge. Und deswegen hängt man hier in einem Kreislauf fest, aus dem man raus möchte. Ja, also geht es darum, sich Kindheitsthemen anzuschauen, Elternthemen anzuschauen, Mutterthemen anzuschauen. Ja, wie, inwieweit man die Denkweise der Mutter oder der Erziehung angenommen hat, die aber gar nicht zu einem selber gehört. Ja, weil jeder Mensch ist ein Unikum. Ja, jeder Mensch ist ein Individuum, aber durch die Erziehung hat man das Denken der Erziehungsperson angenommen, die Denkweise der Erziehungsperson, der Mutter, dem Vater oder, ja, hier geht es aber eher um die Mutter. Und von diesen Themen gilt es, sich zu befreien, um zu erkennen, wer man eigentlich wirklich ist, im tiefsten Innern. Ja, weil die Lilien stehen ja auch für die Reinheit, für die Klarheit der Seele. Und diese Themen möchte man hier mit dem Sarg in dem Rückzug bearbeiten, um zu sich selbst zu finden und um sich seiner selbst bewusst zu werden. Und natürlich darum, dass es dadurch zu einem unbeschwerten Neubeginn in deinem Leben kommt, weil du hier in deine Klarheit gekommen bist. Damit auch hier ehrliche Gefühle und Emotionen wieder fließen können, damit es hier zu einem ehrlichen Liebesglück und Harmonie auch kommen kann, denn die ist gestört durch alte Themen, alte Verstrickungen, die auch hier mit der Schlange schon sehr, sehr lange du mit dir mitziehst, ja, die dich schon sehr lange in deinem Leben begleiten. Die Schlange ist auch ein Tier, was sehr, sehr anpassungsfähig ist. Ja, dass du dich irgendwo halt auch immer anpassen konntest. Ja, in der Kindheit angepasst hast an Regeln, an Strukturen, die man dir auferlegt hat. Und du dadurch auch in deinem Leben dich anpasst. Ja, anpasst an deinen Partner, anpasst an die Erwartungen von Menschen in deinem Umfeld. Und das wiederum ist ein Anpassen, weil du es nicht anders kennst, dass man sich anpasst, was aber nicht du selber bist. Ja? Und das ist etwas, was dich nervös macht, was dich unruhig macht, weswegen du dann hier etwas beendest. Ja, du bist hier zum Beispiel glücklich in einer Verbindung und durch das Anpassen an diese Person, an dein Gegenüber, mit demjenigen, seinen Ansichten, bist du irgendwann gestresst, kommst du in eine gestresste Situation, wo du es dann abrupt beendest. Bringt dich also sozusagen aus der Harmonie mit deinem Partner, was du ja aber eigentlich möchtest. Auf den Stern und den Ring ist der König der Münzen gefallen. Der Ritter der Münzen. Und der Ritter der Münzen steht einfach für Geduld, Ausdauer, Fleiß und aber auch die Beständigkeit. Was dir hier augenscheinlich fehlt, weil du nach kurzer Zeit hier wieder etwas gestresst beendest. Ja, und es geht darum, hier mit Ausdauer und innerer Stärke in dein inneres Gleichgewicht zu kommen, indem du dir bewusst wirst, wer du eigentlich bist. Denn wenn du weißt, wer du bist, ohne diese
Probleme oder Anschauungen aus der Vergangenheit, dann kommst du auch innerlich in deine Kraft und dadurch auch in die Beständigkeit. Dann die Beständigkeit fehlt dir ja hier. Und der Magier steht einerseits fürs Manipulative, ja, was zu der Schlange hier passt. Denn dadurch, dass du dich anpasst, besteht ja auch die Gefahr, dass du dich durch dein Gegenüber manipulieren lässt, unbewusst, weil du dich ihm anpasst. Ja, weil du denkst, dass es so sein muss, dass man sich anpasst, weil du es aus der Vergangenheit einfach so kennst oder durch die Erziehung so kennengelernt hast. Der Magier steht aber auch dafür, sich seiner Wünsche, seiner Eigenschaften, seiner Talente bewusst wird und seine Ziele durch Manifestieren umsetzt. Hier haben wir einmal das weibliche Prinzip und das Unbewusste, und mit dem Magier haben wir das Bewusste. Dass man sich bewusst wird, warum man hier immer in dem ständigen Kreislauf ist, sich durch Innenschau seine eigentlichen Wünsche, sein eigentliches Sein und dadurch auch Ziele und Talente, Stärken und Schwächen bewusst wird und diese dann durch Manifestieren auch in die Tat umsetzt. Und der Magier steht auch nochmal für den Neubeginn oder einen neuen Zyklus in deinem Leben. Durch eine andere Sichtweise und durch Innenschau und Selbstreflexion alter Themen, weswegen du nicht dir deiner bewusst bist. Ja, weil du durch dieses Anpassen an die Sichtweise deines Partners, Anpassen an die Sichtweise der Menschen in deinem Umfeld, du blind bist, was dich selber betrifft, also blockiert bist, dein Selbst zu leben. Dein Selbst zu sein, weil du es einfach auch nicht kennst. Aber durch Selbstreflexion kommst du in eine Transformation und wirst dir der Themen der Vergangenheit bewusst. Ja. Und diese Karte zeigt es an dieser Stelle auch nochmal, dass der Ritter der Schwerter ist eine sehr unruhige, aggressive, gestresste Person innerlich und wirkt dadurch im Außen einfach unberechenbar, was diese Karte hier, die auf dem Hausplatz der Sense liegt, nochmal klar zeigt, dass du, wenn es hier erst zwar schön ist und glücklich erscheint, dass es dich dann aber durch zu viel Anpassung an dein Gegenüber so stresst, dass du unberechenbar reagierst und es gestresst dann hier beendest. Ja, zack, hier, Schwert, Sense, zack, beendest. Ja, so, aber Schwertenergie ist auch eine klärende Energie. Ja, es geht also darum, die Verstrickungen oder die Themen aus der Vergangenheit, Verletzungen, manipulative Strukturen, Denkweisen aus der Vergangenheit, zu erkennen, innerlich zu klären, damit du dich hier befreist von alten Verstrickungen, die in deinem Leben immer zu Problemen geführt haben und sich immer wieder wiederholen, indem du dir deiner selbst bewusst wirst. So, und die untersten Karten vom Deck, da haben wir hier die zwei der Schwerter.
Nochmal zurück zur Karte der Komfortzone. Also so nehme ich die Karte einfach wahr und in diesem, also mit diesen anderen Karten auch sehr verstärkt, weil man hier einfach die Augen verschlossen hat. Ja, man hat hier eigentlich alles so gut wie erreicht. Man hat auch hier immer wieder mal kurzes Glück, ja, mal wieder eine Affäre, was auch für diese zwei Karten übrigens spricht, ja. Diese zwei Karten im Kontext stehen für eine Affäre, dass du womöglich in der Vergangenheit immer wieder mal eine Affäre hast, die auch sehr glücklich erscheint und dann trennst du sie aber dann wieder gestresst, weil es dir dann schon wieder zu blöd wird, zu anstrengend wird und du dann sozusagen wieder zurückgehst in dein ich hab doch alles, wird mir hier zu stressig, wird mir hier zu blöd, brauche ich nicht. Aber eigentlich möchtest du ja eine harmonische Verbindung haben, aber es kommt nie über diese Affäre hinaus. Es kommt nicht zu einer Beständigung oder zu einer festen Beziehung, weil du es davor dann schon beendest. Und das möchte hier geheilt werden. Ja, wir haben hier zwei Heilungskarten. Geheilt werden kann es dann, wenn du deine weibliche Polarität anerkennst, annimmst und somit auch in deine Intuition kommst, wo hier die Verstrickungen und Probleme versteckt sind in der Vergangenheit. Wo, in welcher Situation bist du hängen geblieben? Wo blieb einmal der Wachstum aus, um weiterzugehen in deinem Leben, um diese Hürde sozusagen zu überschreiten? Dass du aufhörst, dich hier anpassen zu müssen in einer Verbindung. Also eine Verbindung einzugehen und trotzdem du selbst zu sein und das auch durchzusetzen, dein Selbst. Und das gilt es mit dem Magier zu erkennen und zu manifestieren und dann auch durchzusetzen, ja, auch in der Verbindung du selbst zu sein und dich hier nicht anzupassen. Und das war die Angst in der Vergangenheit, die Angst, sich zu schützen, vor einer festen Verbindung. Ja, weil der Drang deinerseits, dich anpassen zu müssen, einfach zu groß war, weil es für dich aus der Kindheit, aus der Vergangenheit normal war, sich anpassen zu müssen. Und das möchte bei den Schützen jetzt im September erkannt werden, gesehen werden, angenommen werden und auch losgelassen werden. Ja, hier geht es um den häuslichen Bereich. Eben, wie schon gesagt, ja, das ist auch der Hausplatz der Sense. Ja, du fühlst dich hier in deinem Seelenleben, in deinem Seelenfrieden gestört, weil du hier dich sozusagen anpasst und das gefällt dir nicht. Du begibst dich dann in eine Situation, wo du dich nicht mehr frei fühlst, dadurch bist du gestresst und dann beendest du es abrupt. Was hatten wir hier auf der untersten Karte des Decks? Die Herrscherin. Ja, übernimm sozusagen Eigenverantwortung für dein Leben, entfalte dich selber mit deinen Eigenschaften, mit deinen Wünschen und das möchte sich entfalten und wachsen bei dir. Also die Befreiung alter Strukturen, alter Themen, alter Denkweisen und vor allem der Anpassung, denn hier geht es um die Entfaltung deiner selbst, um dich bewusst deiner selbst zu werden. So, und die Karte aus dem Deck, finde deinen wahren Weg, da haben wir den Turm. Der Turm steht dafür, eingesperrt zu sein und der Turm steht dafür, sich zu befreien, heißt also, sich von alten Themen und Strukturen oder Verletzungen zu befreien, sich nicht mehr anzupassen an das Gegenüber, sondern wirklich dir über dich selber bewusst zu werden, deiner Stärken, deiner Schwächen, deiner Wünsche.
und dich von alten Strukturen zu befreien, damit es für dich ins absolute Liebesglück gehen kann und du die Hürde überwindest, eine feste Beziehung führen zu können, ohne dich anpassen zu müssen und auch in einer Beziehung du selbst zu bleiben. So, dann hat dich noch eine Karte gezogen, welche Energie dich unterstützt, die du in dir drinne hast, dir aber vielleicht nicht bewusst ist. Da ist die Medizinmutter gefallen und die Medizinmutter passt hier perfekt zu dieser Karte, denn die Medizinmutter weiß, was gut und was richtig ist. Die Medizinmutter weiß, was Heilung bringt, was zur Heilung verhilft und diesem Wissen gilt es für dich Ehre zu erweisen, indem du deine weiblichen Anteile dir zurückholst, die erkennst, annimmst. Ja, vielleicht hast du auch hier mit der Schlange immer das Gefühl, du musst den männlichen Part übernehmen, in der Männlichkeit sein, im männlichen Prinzip sein, also die starke Person. Dafür passt du dich an dieses männliche Prinzip, der Starke sein zu müssen. Und das ist dann das, was dich letztendlich dann auch stresst irgendwann. Und dadurch wird es dann beendet. Aber wenn du hier diesen weiblichen Part annimmst, deine Gefühle zulässt und sie auch wieder fließen lässt, ja, weil du dir dessen bewusst wirst, dass du das auch brauchst und willst und das brauchst du auch für das Liebesglück, was du eigentlich möchtest. Dann wirst du dich hier von alten Themen auch befreien können. Und dann steht dem Liebesglück, dem harmonischen, ehrlichen Liebesglück auch nichts mehr im Wege. So, in diesem Sinne, meine lieben Schützen, ich wünsche euch viel Kraft, viel Energie für euren Wachstum, für eure Entfaltung, ja, dass euer Seelenleben einfach wieder in die Balance kommt, in den Frieden kommt und dass es für euch einfach auch zu einer Beständigkeit im Liebesglück kommt. In diesem Sinne eine wunderschöne Woche. Bis dahin, deine Sandra.